Erstmal kurz spazieren gehen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Kreativ mit Folge 2. Ja, hier wächst da schon der Farn. Ja, unser Eigenheim hat jetzt wohl die Nacht überdauert, das ist schon mal sehr gut. Und es wird langsam mal Zeit, das Ganze ein bisschen auszubauen. So, ich würde sagen, die Bonustruhe, die kann jetzt hier eigentlich mal so ein bisschen weg, ne? Ja gut, die Sachen können wir so oder so gleich aufheben, seht ihr? Total easy. So, jetzt muss ich mal eben den Diorit holen, so. Also sagen wir jetzt einfach, das wird jetzt so eine notfällige Bleibe, genau. Das machen wir einfach so. So, dann kommt hier noch ein Herd hin und alles. Lass mal schauen. Mir fehlt gerade irgendwie ein bisschen die Minecraft-Mucke. Also die ist eigentlich recht depressiv, aber naja, was soll's. Mit Minecraft-Mucke ist es trotzdem ein bisschen schöner. Oh, da ist sie ja schon. Kommt gerade so aus dem Nix angeschneit. Ohne Witz jetzt, ich mag die Musik irgendwie. Auch wenn sie recht repetitiv ist. Aber sie hat auch so ein bisschen Eigenscharm. So, gut, dann packen wir hier nochmal so ein Ding hin. Das soll so ein bisschen aussehen wie so ein Turm, habe ich so das Gefühl. Wenn es hinterher fertig ist. Naja, okay. Spricht ja nichts gegen. Also im Grunde eigentlich wirklich nichts. So, dann lass mal sehen. Hier könnten wir eigentlich wieder zubauen. Ja, gut. Das Fenster ist auch soweit in Ordnung. So, eigentlich müssen es dann zwei Blöcke sein, weil hier noch ein Zwischenblock ist. Genau, dann bauen wir das Ding einfach zu. So, grundsätzlich erstmal drei Blöcke kann man immer hochbauen, wenn man so steht. Im Survival-Modus sind es, glaube ich, zwei. Also wenn man quasi irgendwo drauf steht, kann man nach unten hin drei Blöcke aufbauen. Ja. So, was mache ich mit dem Dingens hier? Kann hier noch irgendwas Cooles hin? Ich überlege gerade. Ja. Vielleicht noch ein Lager dranhängen oder so. Ja, doch. Wir könnten noch ein Lager dran packen. Das wäre ganz cool. So, und ein Keller eigentlich theoretisch auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich baue das Ganze jetzt erstmal ein bisschen aus. So, wir müssen erstmal grundsätzlich so die wichtigsten Sachen so ein bisschen abklären. Moment, ich hab's gleich. So, und zwar, Moment, das gehört gar nicht dazu. So müssen wir bauen, genau, jetzt hab ich's. 1, 2, 3. So, wir bauen jetzt erstmal so ein ganz chilliges Haus. Wo einfach irgendwie nichts Großes drin passiert. Einfach nur so eine kleine Bleibe. So, erstmal so ein bisschen, dass wir uns orientieren, was kann ich denn überhaupt bauen? Weil den Rest, den kriege ich irgendwann schon hin. Das braucht einfach seine Zeit. So, jetzt hier mal ein bisschen Butter bei die Fische. Ja, das ist schon ganz gut. Wir bauen es einfach so ein Pyramidendach. Genau. Pyramidendach, das ist sehr gut als Idee. Könnte man eigentlich wundervoll umsetzen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ist eine gute Idee. So, warte mal. Jetzt habe ich es gleich. So, aber ehrlich, die Mucke, die fehlt mir ein bisschen. Ich sollte mal so einen... Genau, ich baue jetzt erstmal so einen kleinen Plattenspieler hier irgendwo rein. Dass ich beim Bauen mal irgendwas hören kann. So, Schallplatten. Warte, ich habe es gleich. Ach nee, wir gucken jetzt erstmal. Das ist jetzt die 13er. Okay, das ist die erste. Ich hier gesehen habe. Die Tür werden wir wahrscheinlich gerade mal nicht brauchen. Die tue ich jetzt erstmal weg. Können wir ja später alles in Inventar reinpacken. So, jetzt erstmal ein Spieler. Oder warte mal, wie heißt das? Noten? Nee. Schallplattenspieler gab es doch immer. Oder wie heißt das Teil? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Redstone? Vielleicht, nee, ist es bei Redstone? Notenblock? Werfer, Kolben, TNT? Ja, aber wo ist denn dieses Teil zum Abspielen? Spender? Hä? Es gab doch immer einen Schallplattenspieler. Man kann mir doch nicht erzählen, dass das nicht geht. Hier, Plattenspieler. Ah, jetzt hab ich's.
Okay, besonders schlau. So, erstmal das Ding hier hin und jetzt mal hören, was das so zu sagen hat. Wir hören jetzt einfach mal alle Platten durch, ich kenne die nämlich noch nicht. What the fuck, das ist viel zu laut irgendwie. Okay, die erste Platte ist schon unheimlich as fuck. Toll, jetzt habe ich den Zaun weggepackt. Jetzt will uns hier irgendwas ein bisschen ärgern, so vom Sound her. Ich muss mir mal Playlists zusammenpacken gleich. So von NCS oder so könnte man geile Sachen zusammenmixen. Ja, das wäre eigentlich recht cool. So, ihr seht schon, das mit dem Pyramidendach eher haut nicht ganz hin. Dann mache ich es einfach, genau, ich lasse es dann einfach so. Und baue dann einfach einen Rahmen drumrum. Wir haben jetzt eh gerade Musik, also brauchen wir das nicht. Ja, sehr aufdringlich, danke. Ich hasse diese Musik, die ist so aufdringlich. Tür. Gucken wir mal, wir nehmen jetzt erstmal... Ah ja, okay. Eisentür. Ja. Die nehme ich jetzt erstmal dafür. Weil das soll ja ein Lager werden. So, ne? Und dann natürlich auch schön steriler Boden aus. Warte mal, unser grundsätzlicher Boden, der wird erstmal bestehen aus Lapis Lazuli. So wie beim ersten Kreativ-Let's Play. Das sieht mit... Ja, früher war es noch so ein schönes Mosaik irgendwie. Ja, ich weiß nicht. So, warte mal kurz. Die ganze Sache muss jetzt... Genau, mit Quarz. Jetzt habe ich es. Quarz war's. Gemeißelter Quarz. Nee, ich nehme lieber glatten Quarz. Das sieht irgendwie einfach besser aus. Ich weiß nicht. Also für ein Lager sieht es einfach klinischer aus als... daraus könnte man auch ein Krankenhaus bauen. So ein Minecraft-Krankenhaus. Für Creeper, die gerade explodiert sind. Aua. So, dann kommen hier irgendwelche Truhen hin. Dekoration natürlich. Die stelle ich einfach nur so dahin. Die hat ja gar keinen Nutzen. Ist ja nicht irgendwie so, dass man da Sachen reintun kann. So. Und dann nehme ich noch... Schwamm, genau. Nee. Genau, hier diesen Holzblock. Darauf kommt dann ein Blumentopf. Und in den Blumentopf kommt auch noch irgendein Pflänzchen rein. Jetzt muss ich mir gerade mal überlegen, was ich denn überhaupt nehme. Irgendwelche Vegetation. Sternlauch. Porzellansternchen. Löwenzahn. Ja, warum denn nicht? Ein Sternlauch. Gerade nicht, okay? Ich komme gleich. Jo. Ja, ein Sternlauch. Hört sich doch gut an. Jetzt habe ich den Blumentopf aus voll. Jetzt habe ich aus völliger Verzweiflung gerade den Blumentopf vernichtet. Das tut mir leid. Es hat sich gerade Besuch angekündigt. Kümmere ich mich gleich drum. So, ich wollte das nur eben hier noch setzen. So, und damit das Ganze ein bisschen ausgeleuchtet wird, muss natürlich hier noch ein bisschen für Licht gesorgt werden. Ne? Also das muss hier für Fackeln gesorgt werden. Genau, das wollte ich sagen. So, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir machen das so und so. Ja, ja. Hier kann dann auch noch eine Glasscheibe rein. Hier sind sowieso noch zwei, die fehlen irgendwie. So. Ja, dann ist das Lager doch schon mal ganz gut eigentlich. Jetzt kommt erstmal der Lapisboden, der schon wieder weg ist. Wo zur Hölle habe ich den hin? Ich kann mich nicht dran erinnern, den... Na, egal. Boah, das wäre eigentlich eher so für so eine Luxus-Suite, aber... Ja, ich glaube nicht, dass wir das zu einer Luxus-Suite hier ausbauen können. Da bräuchten wir schon verdammt viel Glück für. So. Ja, ob das noch dazugehört, ich weiß es nicht, aber machen wir es einfach mal. Genau, stimmt, doch, gehört dazu. So, jetzt von außen. Und zwar... müssen wir jetzt noch Schilder nehmen, um das Ganze ein bisschen
übersichtlicher zu machen. Nicht so ein Schild, sondern hier, Schild. Was ist das eigentlich? Namensschild, okay. Ach so, stimmt, die Funktion kenne ich, aber wie genau man das anwendet, keine Ahnung. So, und ja, wie nenne ich das jetzt? Das Haus ist das obligatorische Anfangshaus. Genau. Das obligatorische Anfangshaus. Okay. Das ominöse Anfangshaus. Genau, das ominöse. Ich habe ja früher sogar für meinen Abonnenten auch Folgendes gemacht. Da habe ich dann so riesige Häuser gebaut, wo so riesige Glaswände waren. Also riesige Fenster quasi. Und dann habe ich da die ganzen Abonnentennamen draufgeklatscht. Das könnte ich vielleicht auch noch machen. Also wer in Minecraft hier verewigt werden will auf der Map, schreibt einfach seinen Namen, beziehungsweise schreibt einfach einen Kommentar, dass er auch ein Schild haben will auf der Map. Und dann werde ich euch im Let's Play einbauen. So, das ominöse Anfangshaus. So. So einfach ist das. Jetzt muss ich mir noch was überlegen, wie nenne ich überhaupt die Insel hier. Das ist echt eine gute Frage gerade. Außerdem wird es schon wieder dunkel. Wie nenne ich diese Insel? Ja, das ist echt irgendwie gerade kritisch. Moment. Willkommen auf... Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wo platziere ich das Ortseingangsschild. So ähnlich wie in Deutschland, Ortseingangs- und Ausgangsschilder. Genau, ich platziere das Teil hier. Auf, und zwar das Wichtige ist, ich mache das jetzt immer, ein einzelner Glowstone-Block mit Schildern drauf ist dann immer das Ortseingangs- oder Ausgangsschild. So, und rechts ist immer der Eingang quasi, also wo ihr jetzt gerade hinreist. Und links steht dann drauf, was ihr gerade verlasst. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber wo wir jetzt gerade sind, das weiß ich. Und zwar sind wir in Emergency Island. Ja, ich denke, das reicht soweit. Und zwar mache ich ein großes O für Eingang und ein großes X für Ausgang. Habe ich jetzt so überlegt? Ja. Klingt, oder warte mal, war das jetzt ein großes X für Eingang? Und ich habe keine Ahnung. Emergency Island. Emergency. Emergency. Ich muss gerade mal überlegen, wie mache ich das jetzt überhaupt? Ich mache jetzt einfach einen großen, ja genau, Ortseingang oder Ortsausgang, OE, OA, genau. Ja, irgendwer schreibt die ganze Zeit gerade. So, und hier verlassen wir Emergency Island, Emergency. Und zwar heißt die Insel Emergency Island, weil ich quasi gerade diese Notunterkunft in Part 1 gebaut habe. Ein richtiger Notfall war es nicht, aber ich bin so auf die Idee gekommen und ja, habe mir jetzt überlegt, dass wir das Ganze einfach so regeln. So finde ich es am einfachsten. So, jetzt wird es langsam mal Zeit, die Brücke ein bisschen zu verbinden. Und wir müssen auch mal die Tiere hier irgendwie loswerden oder in ein Gehege sperren. Da lasse ich mir gleich noch was einfallen. So, das war Akazienholz, genau. Oh, dann machen wir daraus auch den Zaun. So, Sekündchen mal. Bevor hier irgendwas weiteres kommt. Das ist... Ist total dunkel gerade irgendwie. Warte mal. Jetzt bastel ich das einfach mal schnell zusammen zu einer richtigen Brücke. Die Fehler, die kommen dann auch noch. Also die Pfähle. Das mache ich aber, glaube ich, außerhalb der Aufnahme. Dass ich einfach schon mal ein ganz kleines bisschen, nicht viel, aber ein kleines bisschen wenigstens so weiterbaue. Na ja, gut. Da muss ich jetzt eigentlich mal gerade genau gucken. Genau so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Genau 30 Blöcke. Okay. Ja. Jetzt ist das... Ach, das ist eine Kuh, okay. Jetzt ist das irgendwie schon wieder so. 30 Blöcke, genau. Ja, das ist doch eine gute Zahl. Und damit mache ich das jetzt so, also quasi... warte mal, Emergency Island in 30 Metern. Oder Meter so jetzt hier. Ja. So, dann muss ich mir gleich noch überlegen, wie ich die Insel hier nenne. So, wir haben jetzt hier wenigstens schon mal ein bisschen die Beleuchtung. Warte mal, oder baue ich die unten dran? Ich weiß es ja nicht. Aber dann sieht man, dass hier eine Brücke... Ich weiß nicht, ist... Warte mal, wenn das 30 Blöcke sind, wie versetzt muss ich den denn dann überhaupt bauen? Ich hoffe, dass das passt. Wenn nicht, dann habe ich gleich ein Problem. Und zwar ein ziemlich großes. Mit dem Wolfgang. Ja, jetzt kann man hier nicht mehr mit dem Boot durchfahren. Ja, naja, nee, es klappt nicht ganz. Das heißt, ich muss in der Mitte irgendwo ein Lichtlein auslassen. Das werde ich dann aber erkennen. Moment, ich muss jetzt gerade mal schauen. Gegenüber wird es dann ein bisschen blöd. So, das heißt, ich baue jetzt versetzt und wenn dann irgendwie, ich weiß nicht, entweder drei in einer Reihe sind oder einer fehlt oder irgendwas Ungewöhnliches ist, dann haben wir wahrscheinlich die Mitte erreicht, oder? Nee. Okay, die Theorie ist schon mal nicht aufgegangen. Warte mal, 1, 2, 3, 4 sind's. 5 sind's in die Richtung. Dann kommt hier der 6. Genau. So, dann kommt hier der 7. So. Und hier sind's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das da ist der 7. hier von rechts und das ist der 7. von links. Ich überprüfe das die ganze Zeit. Das ist der 8. Das heißt, der 8. müsste dann... Genau, dann sind die jeweils 8. von beiden Seiten. Moment, ich zähle nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sind dann quasi zusammen hier in der Mitte. Genau. So, dann ist das auch schön alles parallel. Symmetrisch. Genau. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich gehe mal wieder schlafen und haut rein. Bis nächste Folge. Ciao.